Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen hier bei Anno 2070. Ich bin der Sinnlos und wir werden uns jetzt zusammen mal ein wenig die Kampagne der Virus anschauen. Die ersten paar Titel sind schon gespielt. Die Erfüllung des Zwei-Jahres-Plans wird mir bei Global Trust endlich das Ansehen einbringen, das mir zusteht. Und ja, okay. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt die Kampagne angucken und fangen an mit Mission 1 aus Schatten der Vergangenheit. Wir haben, also wir nicht, ich habe die Mission schon ein paar Mal gespielt, weil ich habe Anno auch schon ein paar Mal gespielt. Aber das ist schon so lange her, dass ich keine Ahnung mehr habe, was passiert und was man machen muss. Aber wir fangen an mit Mission 1, der Zwei-Jahres-Plan. Ein dringlicher Einsatz im Auftrag von Global Trust führt Sie zur Anlage 13, wo Thor Strindberg für die Versorgung des Konzerns mit wichtigen Rohstoffen verantwortlich zeichnet. Die Stimmung vor Ort ist gereizt, denn die Produktion stagniert und das hydroelektrische Kraftwerk liefert zu wenig Strom. Doch der Vorstand von Global Trust besteht auf der strikten Einhaltung des Zwei-Jahres-Plans. Okay, dann starten wir mal. Ja, der Anno-Trailer wurde vom Rechteinhaber monetarisiert, da konnte ich leider nichts für. Aber erstmal hören wir uns jetzt an, was die hier zu sagen haben. Sichere Zielkoordinaten erreicht. Da sind Sie ja endlich! Thor Strindberg, wir hatten bereits das Vergnügen. Und angesichts der Lage schlage ich vor, wir sparen uns weitere Förmlichkeiten. In diesen Anlagen produzieren wir im großen Stil Kohle und Öl. Tendenz steigend. Der neue Zwei-Jahres-Plan aus der Konzernzentrale ist wirklich eine Herausforderung. Um die Produktion weiter zu steigern, brauchen wir mehr Energie. Uns fehlt nur noch eine leistungsstarke Turbine für das hydroelektrische Kraftwerk. Mission 1, der Zwei-Jahres-Plan. Dann legen wir doch mal los. Ihr Auftrag? Gib mir mein Schiff. Was müssen wir machen? Sie werden sich um die Neukonstruktion der Turbine kümmern. Das ist ab sofort Ihre oberste Priorität. Verstanden? Jo. Konstruieren Sie für Mr. Strindberg. Global Trust hat übrigens ein Care-Paket für Sie geschickt. Die Kisten stehen hier im Weg, also holen Sie sie gleich ab. Kommandoschiff einsatzbereit. Navigationssysteme online. Alles klar, darf ich jetzt reden? Danke. Was kann ich für Sie tun? Wir haben hier unsere Arche. Das ist mehr oder weniger unser Startpunkt, wo wir auch neue Schiffe kriegen, wenn unseres kaputt ist oder Rohstoffe uns liefern lassen können. Aber erstmal erfüllen wir jetzt hier die Mission. Endlich! Können wir dann zum nächsten Punkt weitergehen? Gut. Im Südwesten liegt eine kleine Insel. Errichten Sie dort Ihren Stützpunkt und vergeuden Sie keine Zeit. Er ist ja auch ein unglaublich freundlicher Mensch hier. Seine Anlage sieht auch so total schön aus. Weil ich sagen muss, ich spiele oft mit Global Trust. Weil ich es einfach mag, wenn das Ganze prozessoptimiert ablaufen kann. Und ich so wenig Platz wie möglich verbrauche. Aber wenn wir irgendwann doch noch ein Endlos-Spiel starten sollten, werden wir auf jeden Fall Ecos spielen. Weil ich finde, das sieht einfach schöner aus. Perfekt! Hey, wir haben eine Stadt. Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. Danke, Eve. Lade Basisbebauungsplan. Ja, danke. Danke. Gut. Fangen wir mal, weil das mehr oder weniger auch als Tutorial dient hier. Achtung! Zu wenig Unterkünfte vorhanden. Bau von Wohnhäusern wird empfohlen. Deswegen folgen wir einfach mal Ihren Tipps. Und bauen nach meinem bewährten Muster immer zwei breit auseinander. Warnung! Mehr Baumaterial benötigt.
Lade Informationen zur Nachschubsicherung. So, hier war das Verhältnis 2 zu 1, glaube ich. Aber das Verhältnis ist meistens 2 zu 1 in Anno-Spielen. Registriere Energieknappheit. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Dafür ist es zu lange her, dass ich das gespielt habe. Warnung. Drohender Nahrungsmangel. Maßnahmen erforderlich. Was ich allerdings noch weiß, ist, dass Fischerhütten jetzt nicht mehr nur am Stamm platziert werden können, sondern auch auf dem Wasser. Nahrungsversorgung sichergestellt. Was ich so Problem gelöst. Gar nicht wusste damals, das habe ich auch erst mal zweiten Spiel gemerkt. Ich hoffe, dieser Auftrag wird Ihre Fähigkeiten nicht überfordern. Wisst ihr das? Ich sehe schon, wo das Problem bei dieser Turbine liegt. Das kriegen wir hin, sobald die anderen Probleme hier gelöst sind. Warum ist Cheftechniker Walter bei uns? Ach da. Ja, na klar. Uns geht's. Was haben wir denn hier? Du bastelst uns jetzt was Schönes. Das ist aber nett. Ich hätte ja schon längst mit meiner Arbeit angefangen. Aber die Energie reicht offenbar nicht aus, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Das ist natürlich traurig. Scanne Energieversorgung. Ergebnis mangelhaft. Empfehle Gegenmaßnahmen. So, wir werden also... Energielevel stabilisiert. Optimierung erfolgreich. Ich gratuliere. Ja, wenn ihr so viel redet, muss ich halt nicht so viel reden. Das ist auch schön. Empfange dringende Nachricht. Am Damm wären dringende Reparatur- und Wartungsarbeiten nötig, aber Mr. Strindberg sieht das ja anders. Na, jetzt darf ich endlich mal reden. Dankeschön. Sehr geehrter Vorstand, wie ich höre, planen Sie die Leistungskapazität unseres hydroelektrischen Kraftwerks mit Hilfe einer optimierten Turbine zu erhöhen. Aus fachlicher Sicht muss ich Ihnen dringend davon abraten. Unser hydroelektrisches Kraftwerk ist darauf ausgelegt, unter einer bestimmten Belastung zu arbeiten. Wir haben diesen Maximalwert bereits mit der letzten Produktionssteigerung erreicht. Die optimierte Turbine wird diese Belastung jedoch noch weiter erhöhen. Dies kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Halterungen der Turbine der Belastung nicht standhalten und auseinanderbrechen. Da die längst fälligen Wartungsarbeiten des Damms auf Wunsch von Thor Strindberg ins nächste Quartal verschoben wurden, kann ich nicht für die Stabilität der Strukturen garantieren. Durch den Belastungspuffer ist die Wahrscheinlichkeit für eine Katastrophe schwer einzuschätzen. Tatsache ist jedoch, dass sich die Sicherheit des Damms nicht gewährleisten kann. Ein Turbinenupgrade könnte katastrophale Folgen haben. Ich bitte Sie, den Einbau der optimierten Turbine noch einmal zu überdenken und mich vorher entsprechende Sicherheitstests durchführen zu lassen. Und dies könnte in 3 Tagen erledigt sein. Mit freundlichen Grüßen, Ingenieur Peterson. Absender der Mail lokalisiert. Aufenthaltsort: Hydroelektrisches Kraftwerk. Ich empfehle die Kontaktaufnahme. Ja, gleich, Eve. Ist okay. Also, die wollen hier... Insider-Informationen wurden ihnen absichtlich zugespielt. Okay. Also, ich würde sagen... Achtung! Produktionsstillstand. Da möchte irgendjemand... richtig Stress machen. Und hört nicht auf seine Angestellten, was immer ein großer Fehler ist. Sie haben meine Nachricht also erhalten. Wenn die optimierte Turbine ungetestet eingebaut wird, könnte das katastrophal enden. Ich bin machtlos, aber vielleicht hört Mr. Strindberg ja auf Sie. Ich glaube kaum, dass er auf mich hören wird. Der hört auf niemanden, so wie es aussieht. Außerdem ist seine Stadt ja auch voll hässlich. Naja, Stadt. Seine Produktionsanlage. Außer die Hafeneinfahrt, das mag ich. Das werden wir später auch öfter machen, so eine schöne Hafeneinfahrt, weil ich mag das einfach. Ja, Peterson wieder einmal. Er wittert doch überall Gefahr. Der Einsatz der neuen Turbine ist beschlossen. Bringen Sie also lieber diese Materialien zur Konstruktionsanlage. Mhm. Okay, ist das so toll. Da werden wir einfach zu gequatscht. Ich hoffe, in den nächsten Folgen wird das nicht mehr so laut. So viel. Weil... bisschen was möchte ich dann zwischendurch doch mal sagen, ist ja schließlich ein Let's Play und nicht ein Let's Hör. Wir sind ja hier nicht bei Hörbuch Simulator 2015.
Ah, der Stahl. Wenigstens das funktioniert. Aber die Arbeiten hier gehen trotzdem kaum voran. Sehen Sie selbst. Wir sind ja fast fertig, aber Mr. Strindberg macht immer mehr Druck. Ohne weitere Arbeitskräfte werden wir seine Zeitvorgabe nicht einhalten können. Okay, was brauchen wir dafür? Ermittle optimale Anzahl an Fachkräften zum Turbinenbau. Extrapoliere benötigten Wohnraum. Berechnungen abgeschlossen. Stelle. Danke. Ja, ich baue nicht schon drauf los, weil es wird ja mehr wie gesagt, wir brauchen Arbeiterwohnung. Aber wenn ich einfach drauf losbaue, habe ich Angst, dass die Cutscene abgebrochen wird. Naja, Cutscene, die Erklärung abgebrochen wird und das wäre doch für die Informationsfluss. Wenn wir die Zeitvorgabe einhalten wollen, müssen hier noch mehr. Ich registriere eine Weiterentwicklung. Gratulation. Ja, da ist jetzt schon ein größeres Turbinenblatt. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Ja, kannst du haben. Diese Turbine soll den Energieoutput des Kraftwerks also verdoppeln? Das werden wir ja sehen, wenn sie eingebaut ist. Peterson, an die Arbeit. Zeit ist Geld. Okay, baut mal ein. Oh, eine Cutscene. Jammern Sie nicht, Peterson. Für Ihre Tests ist auch später noch Zeit. Sobald die Turbine eingebaut ist, wird das Kraftwerk auf volle Leistung gebracht. Auf volle Leistung, ohne Test. Purer Wahnsinn. Die strukturelle Integrität des Dams wird das nicht verkraften. Verdammt! Der Belastungspuffer ist ausgefallen. Die Halterungen brechen. Wir müssen raus hier. Alle raus! War ja nicht vorher zu sehen. Überhaupt nicht. Peterson, was haben Sie getan, Sie Idiot? Für diese Katastrophe werden Sie sich schön allein vor Global Trust verantworten. Tja, damit war es dann wohl kaputt. Alles klar, wir machen dann mal weiter. Und da es die erste Folge ist und wir erst bei 13 Minuten sind, nehmen wir, glaube ich, noch eine zweite Mission auf. Könnt ihr mal durchgucken, naja, Mittelstand. Noch ist der ja nicht allzu viel. Mission 2. Der zerstörte Staudamm von Anlage 13 droht die Stadt zu überfluten. Die Bevölkerung muss dringend evakuiert werden. Jetzt können Sie sich endlich einmal nützlich machen. Okay. Die Firma erwartet, dass Sie sich um diese Angelegenheit kümmern. Ja, ist okay. In Anlage 13 herrscht Katastrophenalarm. Die optimierte Turbine, die ohne Tests ins hydrolytische Kraftwerk eingebaut wurde, hat zu einer Fehlfunktion geführt. Dabei wurde der Staudamm beschädigt. Nun strömen gigantische Wassermassen in Torstrindbergstadt. Und als wäre das noch nicht Unglück genug, hat Rufus Vaughn, CEO von Global Trust, seinen Besuch angekündigt, um die Fortschritte beim Zweijahresplan zu überprüfen. Ah, ist okay. Das gibt übrigens echt Scheiße. Auf. Der Staudamm! Das Wasser überflutet die gesamte Anlage! Der Zweijahresplan, das ist mein Ende! Pech! So was passiert, wenn man nicht darauf achtet, was mit seinen Mitarbeitern passiert. Was geht hier vor, Strindberg? Sie sagten, Sie hätten die Sache im Griff! Los! Stehen Sie hier nicht herum! Unternehmen Sie etwas! Das erklären, Mr. Thorn. Das alles, das ist nicht meine Schuld. Aber ich werde die Sache selbstverständlich in Ordnung bringen. Mission 2. Ausnahmezustand. Anlage 13 muss so schnell wie möglich evakuiert werden. Am besten gehen Sie nach dem Global Trust Notfallprotokoll vor.
Sie haben Mr. Thorn gehört. Wir müssen die Überlebenden schnell in Sicherheit bringen. So, wenn man Shift gedrückt hält, kann man mehrere Wegpunkte setzen. Das vereinfacht die Aufnahme von solchen Sachen, bei solchen Lagerungsmissionen. Ich ziehe hier schon mal wieder ein paar Straßen. Weil ich ungefähr weiß, was jetzt im Tutorial für uns erklärt wird. Und dass wir dafür ein bisschen mehr Straßen benötigen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, der Name ist Universa. Den kann man leider nicht ändern. Da hat Ubisoft sich gedacht, der wird einmal eingegeben und dann war es das. Und damals war ich ja unter verschiedenen Namen unterwegs. Deswegen ist es hier nicht Sandoras. Bei Uplay heißt ich aber Mr. Sandoras, falls ihr mich hinzufügen wollt. Oder anschreiben. Sie wollen mir damit imponieren, habe ich recht? Der sieht doch überall eine Verschwörung. Hey, du hast meine Menschen gerettet. Notfallprotokoll Delta aktiviert. Situationsanalyse abgeschlossen. Ich empfehle die Einrichtung eines Flüchtlingscamps. Alles klar, Herr Arbeiter. Ja, er ist ja total zufriedenzustellen. Hey, du hast meine Arbeiter gerettet. Das machst du bestimmt, um mich zu ärgern. Zielvorgaben erreicht. Okay. Ich gratuliere. Dankeschön. Wenigstens diesen. Das einzige hier. Die Global Trust Archen sind für alle möglichen Notfälle ausgerüstet. Ich habe Sandsäcke an Bord. Sichern Sie damit die Bestände in den Warendepots. Ja, für die nächste Aufnahme muss ich dann denken, dass ich meine... Das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie mich. Dasselbe wollte ich auch gerade vorschlagen. Man muss auf alle Eventualitäten... Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. Wir sind im Geschäft. Für die nächste Aufnahme, jetzt kann ich mal reden, muss ich daran denken, dass ich meine FPS-Zahlen von oben links nach oben rechts ändere. Und eventuell muss ich auch die Grafikdetails leicht runterschrauben. Weil ich habe 30 FPS und 26, 22, 20, okay. Achso, du musst da mal hin. Aber ich mache mal eine kurze Pause, das muss ich jetzt machen. Alles klar, da sind wir wieder. Und wir müssen hier das Item natürlich auch aktivieren. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie hier die Sandsäcke rumgebaut werden. Moment, warum kann das da nicht aktiviert werden? Alles klar. Ja, die Sandsäcke setzen sich jetzt hier an den Warenhäusern fest und sichern die so ein bisschen. Auch wenn ihr nicht weiß, wogegen das gesichert werden soll. Weil der Staudamm ist gebrochen. Der Wasser kommt da jetzt nicht raus. Ich habe einen Teil der Waren gesichert, aber dort dringt auch schon Wasser ein. Wir müssen sie auf ihre Insel bringen. Machen wir doch gern. Ein Rohöl hast du gesichert. Mensch. Ein Rohöl. Damit kommen wir fast bis zu unserer Insel. Da hat jemand aber richtig produziert. Das beste Equipment im gesamten Set können Sie sich endlich einmal nützlich machen. Das nur abholen, ich möchte da nichts kaufen, verkaufen. Das Werkzeug habe ich gekauft, weil ich noch weiß, wie die letzte Mission war. Und ich nicht ewig darauf warten möchte, dass hier Werkzeug produziert wird. Deswegen lagern wir das einfach schon mal ein. Das vereinfacht uns so ein bisschen die Wartezeit. Oder beschränkt sich dadurch auf ein Minimum. Das war auch das einzig Sinnvolle, was sie tun konnten. Danke. Ihre Evakuierungsmaßnahmen greifen. Sehr gut. Ingenieur Peterson hat sich übrigens bei mir gemeldet. Er betreibt Schadensbegrenzung am Staudamm.
Helfen Sie ihm. Machen wir doch, sicher. Berechne Wiederaufbaumaßnahmen für Anlage 13. Ansiedlung von Tycoon-Angestellten empfohlen. Ausbau der Infrastruktur erforderlich. Ja, Spirituosen. Hier ist Platz. Achtung! Warenproduktion gestoppt. Ja, man könnte hier mit Felder... Ursache? Keine Farmfelder vorhanden. Ja, Eve. Hier fehlt es uns an nichts. Man könnte hier mit die automatisch anlegen lassen, was aber immer Platzverschwendung ist. Wenn man die selbstständig anlegt, dann kriegt man da wesentlich mehr Spirituosenfabriken. Warenproduktion nicht möglich. Oder generell Fabriken aneinander gereiht. Insel verfügt nicht über die benötigte Fruchtbarkeit. Ich bedauere. Ja, mir auch. Tut mir echt leid. Was machen wir jetzt? Die Firma hat immer ein gewisses Warenkontingent vor Ort. Na, das ist doch... ein Zufall. Naja, ein Zufall nicht unbedingt. Ich denke eher, dass... vielleicht gescriptet. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg berichten? Ja. Sie wissen, was man von Ihnen erwartet. Ja, dass ich... meist neue aussehen, Fruchtbarkeit verfügbar. Indem ich das mache. Ich gratuliere zu so viel Weitblick. Ich bin nicht der Sohn. Ich muss immer dazwischen sprechen. Analysiere Bedürfnisse von Tycoon-Angestellten. Öffentliches Gebäude des Typs Casino bevorzugt. Bau empfohlen. Und ich bin Eve. Ich muss genau dazwischen quatschen. Registriere demografische Veränderungen innerhalb der Bevölkerung. Registriere Warenengpässe. Schaffung neuer Produktionsareale empfohlen. Bestätige. Rohstoffvorkommen zur Werkzeugproduktion ab sofort zugänglich. Ja, haben wir gemacht. Warnung. Mehr Baumaterial benötigt. Lade Informationen zur Nachschubsicherung. Neues passt das hier nicht hin. Ja, langsam geht mir die Gesamtheit von allen Geräten ein bisschen auf den Keks. Weil das wird so mehr ein Hörbuch für euch als ein Let's Play. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen weniger, wenn sie nachher nicht mehr jeden Schritt erklären müssen. Zwei Werkzeugfabriken. Baue ich normalerweise auf, aber ich dachte eigentlich fürs Tutorial reicht einer. Werkzeugproduktion vollständig. Betrieb hat seine Arbeit aufgenommen. Ich gratuliere. Das Leben hier ist einfach wunderschöne Stadt. Wunderschöne Stadt. Keine schlechte Leistung. Aber diese Angelegenheit ist auch nicht geregelt. Ich finde ja auch diesen Marktplatz, finde ich, wow, wunderschön. Das ist mal was anderes als sonst so. Mit dem kleinen Einkaufscenter hier drin. Alles klar. Was ist unser nächster Plan? 15 Werkzeuge zum Staudamm. Ja. Haben wir schon. Hier müssten wir nämlich erst noch warten, bis die produziert sind. Werkzeug! Können Sie etwa Erfolg auf ganzer Linie? Bei Ihnen fast schon der Normzustand. Ja, ihr seid einfach geil. Komm. Sie leisten wirklich großartige Arbeit für die Firma. Gut gemacht. Ja, ihr kennt das auch. Wir sind und bleiben einfach die geilsten auf der Welt. Wo sich Strindberg hinter Ausreden und Anschuldigungen versteckt, reagieren Sie schnell und bewahren einen kühlen Kopf. Global Trust wird das nicht vergessen. Das ist allein Petersons Schuld. Er hat die Turbine falsch eingebaut, aber ich musste mich ja um diesen Neuling kümmern, den Sie mir geschickt haben. Ich kenne die Fakten, Strindberg. Sie hatten die Verantwortung. Der Vorstand wird auf Ihrer Versetzung bestehen. Ein Glück, dass ich bereits Ersatz für die Leitung von Anlage 13 habe. Einzigen Fehlers. Diese Demütigung.
aber ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Und eines Tages revanchiere ich mich dafür. Mami, ich bin sauer. Ja, ja. Komm. Kannst mich mal, Thor. Ja, haben gewonnen. Und damit gehen wir mal zurück zum Missionsbericht. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Auch ein wenig mit Überlänge, weil ich denke, die Mission werden. Wobei. Es ist Anno. Ja, okay, vielleicht hat sie auch nochmal Länge. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt der Folge noch einen Daumen hoch. Oder schreibt mir was in die Kommentare. Fragt mich auch gerne was. Ich antworte überall drauf. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann jetzt abonnieren. Und wenn ihr nicht mehr davon sehen wollt, dann seid ihr eine Scheiße. Tschüss!